Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Endlich kommt mal wieder ein neues Video von mir. Achtet nicht auf meine Stimme, ich bin erst seit einer halben Stunde wach, okay? Und ja, auf jeden Fall ist heute schon der 15.07.2022. Boah, ich habe lange kein Video gedreht, beziehungsweise nicht hochgeladen. Auf jeden Fall gibt es halt Zeugnisse in Sachsen und irgendwie freue ich mich schon, weil es gar nicht so schlecht ist. Glaube ich, hoffe ich. Und ja, genau. Also ich kann es auch noch gar nicht realisieren, dass wir dann ab morgen Ferien haben, 6 Wochen so. Und ich danach in der 9. Klasse bin. Ich kann es nicht realisieren, okay? Und, oh mein Gott, meine Freundin, die ruft dann an, wenn sie da ist. Dann komme ich nämlich, weil damit sie halt nicht so alleine ist und so, weil sie schon ein bisschen eher da ist. Und ich esse jetzt noch gerade einen Schokokuchen, den Laubi gestern Abend noch selber gemacht hat. Und dazu trinke ich Milch, beziehungsweise keine Milch, das ist, glaube ich, Mandeltrink. Mhm. Und, ja, genau, also ich wollte halt so einen ganz kleinen Vlog mal drehen. Und euch vielleicht auch noch das Zeugnis zeigen, je nachdem, wie gut es ist. Die meisten, die ja YouTube oder so machen, die haben halt 1 und 2 und so. Bei mir ist es nicht nur der Fall, aber ich stehe so zu meinen Noten und... Ja, ich denke, ich filme dann später weiter, weil ich esse jetzt noch kurz meinen Kuchen, weil meine Freundin ist dann bald da. Dann mache ich los und ja, wir sehen uns dann später wieder. So, hier bin ich auch schon wieder. Wir haben es jetzt auch schon, ich glaube, so ungefähr 3:30 rum. Und ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Also, ich bin da fast mit 2 Freundinnen von mir ins Alt-Kennel-Center zum Bubble Tea Laden. Ja, ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Ich war da heute, aber ich bin auch öfter da. Und verlinke euch auch unter dem Video mal noch den Instagram-Name. Oh, ich kann nicht mehr. Und ich zeige euch dann auch mein Zeugnis noch. Und ja, es war auf jeden Fall echt cool dort. Ich gehe jetzt halt und ja, ich werde mich später nochmal. Hi, also ich wollte euch jetzt noch kurz mein Zeugnis zeigen. Ich blende das, denke ich, auf diese Seite ein. Ach man, warte, ich stelle euch mal kurz auf mein Stativ. So, ich blende das jetzt auch schon mal hier ein. Also in Betragen eine 2 finde ich eigentlich ganz gut. Also da bin ich schon ganz stolz drauf. In Fleiß eine 3 verstehe ich nicht. Meine Freundinnen verstehen es auch nicht, warum ich in Fleiß eine 3 habe. Weil so in Ethik habe ich 5 Aufgaben, also 5 Fleißhausaufgaben gemacht. Also alle, die wir machen konnten, habe ich überhaupt gemacht. Und auch in anderen Fächern, Physik oder Chemie, habe ich auch viel gemacht. Also naja... Wie man es nimmt, einfach der Durchschnitt hat dann entschieden. Mitarbeit eine 2 finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung und in Ordnung eine 2 auch. Also ich bin damit eigentlich zufrieden. In Deutsch eine 3, ich habe mich verbessert, also bin ich auch zufrieden. Englisch eine 3, ja gut, ich stand auf 2,5, glaube ich, oder 2,52 oder so. Deswegen habe ich die 3 bekommen, leider. Französisch eine 2, bin ich auch sehr zufrieden. Ich hoffe, ich schaffe dann nächstes Jahr auch die 1. Es war relativ gut. Also, naja, so knapp war es eigentlich gar nicht, aber am Ende habe ich dann nochmal ein paar Einsen bekommen, deswegen, ja. In Kunst eine 1, ich habe mich echt gefreut, weil wir wussten jetzt alle noch nicht unsere letzte Note und ich habe eine 1 bekommen. Habe mich auf jeden Fall gefreut. Musik eine 2, ich bin auch sehr zufrieden. Ja. In Geschichte eine 3 bin ich so mittelzufrieden, also ob man es zufrieden nennen kann, weiß ich nicht. Ich stand halt auf 2,9, glaube ich, oder 2,8, deswegen habe ich halt eine 3 bekommen. Aber ich werde mir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal Mühe geben, dass ich da auch die 2 schaffe. Also in GRW, in Gemeinschaftsrechtswirtschaft, da habe ich eine 3. Bin ich ein bisschen schade, weil ich hatte, glaube ich, warte mal, was hatte ich denn letztes Jahr im Halbjahr? Ich hatte auch eine 3, voll komisch. Ich hatte bisher eine Note und im Halbjahr hatte ich noch gar keine Note und da habe ich einmal eine 3 bekommen. Also ich weiß nicht warum. Mitgearbeitet habe ich eigentlich auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall eine 3. Aber ich denke, nächstes Jahr werde ich dann auch die 2 schaffen, vielleicht sogar eine 1. In Geografie habe ich eine 3. Bin ich auch richtig zufrieden damit, weil Geografie ist nicht ganz so meins. Also da ist von 1 bis 4 alles dabei gewesen bisher. Deswegen am Ende hatte ich, glaube ich, sogar eine 5 plus. Ups. Aber das schaffe ich auch noch, die 2. Also hoffe ich mal. Ansonsten, wenn es bei einer 3 bleibt in Geografie, bin ich auch völlig zufrieden.
Künstlerisches Profil eine 1. Ich habe mich so sehr gefreut. Ich stand noch auf 1,1. Also von daher ist es auf jeden Fall eine gute 1. Und ich hatte bisher auch nur eine 2 in, also im Profil und sonst alles Einsen. Und ja. Mathematik eine 4. Mathe liegt mir nicht so okay. Aber ich werde mich auf jeden Fall nächstes Jahr darauf konzentrieren, dass ich in Mathe auch noch die 3 schaffen werde. Biologie die 1. Habe mich auch voll gefreut, dass ich Biologie eine 1 habe. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es weiterhin so bleibt. Ja, wer hätte es gedacht? Naturwissenschaften liegen mir nicht so sehr, deswegen auch in Chemie eine 4. Ich stand eigentlich, dachte ich, auf 3, aber voll komisch. Naja, wir hatten da alle bei einem so eine schlechte Note bekommen. Das hat niemand gecheckt. Warum so? Keine Ahnung. Also wenn du das, also wenn jetzt meine Chemielehrerin das sieht, es tut mir leid, aber wir haben es nicht verstanden. Genau. In Physik ein 4. Naturwissenschaftlich liegt mir nicht so. Ich bin aber zufrieden, dass ich eine 4 habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da auch noch die 3 schaffe. Ich wäre auf jeden Fall sehr zufrieden damit und ich gebe mir auch sehr viel Mühe, das zu schaffen. In Sport eine 1. Ich habe, wo ich das Zeugnis bekommen habe und ich Sport eine 1 gesehen habe, ich habe mich so mit meiner besten Freundin gefreut. Ich dachte halt, da ich hatte eine 6 mal in Sport, wirklich nur eine 6 und das war auch meine erste überhaupt in meinem ganzen Schulleben. Und das war halt Volleyball bei Angabe. Ich habe zwar getroffen, aber halt eine 6 bekommen, ach, keine Ahnung. Und sonst habe ich halt alles einzeln in Sport und ich glaube noch eine 2 oder 2-2. Und ich denke, dass mein Sportlehrer dann so gesagt, also so sich gedacht hat, diese eine 1 macht es jetzt nicht so, dass ich die 2 bekomme oder so, ich weiß nicht. Und deswegen habe ich eine 1 bekommen. Ich habe mich echt so sehr gefreut. In Ethik habe ich auch eine 1. Oh mein Gott, ich habe mich so sehr gefreut, weil, wie ihr vorhin schon gehört habt, ich habe sehr viel Fleißhausaufgaben gemacht, also alle, die wir überhaupt machen konnten, abgegeben. Und ich habe eine 1 bekommen. Es hat mich echt sehr gefreut und es hat sich alles ausgelohnt, ausgezahlt. Ja. In Technik und Computer, CC, haben wir nicht mehr. Also das ist wie Werken, das haben wir nicht, deswegen, genau. Und in Informatik habe ich eine 3. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich hatte im Halbjahr eine 2. Aber gut, ich habe auf das letzte, was wir hatten, also auf so eine HTML-Seite erstellen, eine Internetseite erstellen, habe ich irgendwie eine blöde Note bekommen, keine Ahnung. Ich habe eine 5 und eine 1, soweit ich weiß oder so. Und deswegen habe ich dann eine 3 bekommen, aber davor stand ich auf 2. Hatte ich auch eine 1 davor, aber ist halt einfach so, ne? Das war jetzt auf meinem Zeugnis. Fehltage entschuldigt sind 7. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid alle mit eurem Zeugnis zufrieden. Ja, mein Zeugnis ist vielleicht nicht das beste Zeugnis. Und ihr seid bestimmt auch, also die meisten sind bestimmt auch ein bisschen besser als ich. Aber ich dachte mir, ich zeig's mal trotzdem, weil Noten sagen nicht so viel über einen aus und so viel interessiert das 8. Klasse Zeugnis jetzt, glaube ich, auch nicht so. Und außerdem dachte ich mir auch mal, dass ihr euch nicht so schlecht fühlt, wenn ihr mal vielleicht schlechtere Noten habt als 1 und 2. Und deswegen zeige ich das mal. Ja, genau, ich muss auch schon mit meinen Eltern zu meiner Oma und meinem Opa und mein Zeugnis noch zeigen. Und danach machen wir nochmal einen Höffner, weil dort kriegt man für jede 1 5 Euro bis 30 Euro. Und da ich 5 Einsen habe, würde ich dann 25 Euro bekommen. Und dann hole ich mir wahrscheinlich eine neue Bettwäsche oder Deko. Ich schaue mal, was ich mir holen werde. Und ja, dann vielleicht vlogge ich heute noch weiter. Wenn nicht, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Aber vielleicht habe ich es noch zu vloggen. Genau, und schaut gerne mal bei Insta vorbei. Ich war heute ja bei dem Laden. Und es war so lecker, die Bubblewaffel und Bubble Tea. Deswegen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Tschüss und vielleicht bis später. Hi, also wir sind jetzt auch wieder zu Hause. Wir haben von zwei meinen Großeltern, wie schon gesagt, und auch bei Höffner und auch nochmal im Einkaufsladen drin. Und ich habe mir was richtig Cooles geholt, so für meine Einsen. Für jede Eins gab es 5 Euro, das heißt, ich habe 25 Euro bekommen, weil ich 5 Einsen habe. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich geholt habe. Also als erstes diesen coolen Spiegel hier, der ist so cool, also ja. Ja, der kommt dann wahrscheinlich hier mit hin. Also wahrscheinlich tun wir das woanders hin machen. Und der Spiegel kommt dann dorthin. Und dann gab es dort noch. Warte, ich tue ich mal ganz kurz hier mein Stativ rein. Wartet. So, da gab es dann noch so ein Beutel. Also
also ab 5.1. gab es dann auch so Beutel und da, sonst hätte man einen Höffnerstift oder so bekommen. Ich habe, da ist so eine Brotdose drin von Höffner halt. Ja, da ist auf jeden Fall, also die kann man halt auch öffnen, so logischerweise. Da ist einmal so eine Handykette drin gewesen. Packe ich gleich mal auf. Kann ich dann extra für euch ausprobieren, ob die auch gut ist. Also die so aus Gummi. Genau. Dann gab es da noch so ein Höffnerband mit dazu, also so ein Schlüsselband. Und ich nehme an, dass das so ein Ball ist zum, ja, das ist so ein Wasserball. Kennt ihr die? Also das ist da drin. Ach, und dann ist hier noch so ein Abtrenn, so ein Trennteil. Ich esse mir hier rein. Gleich im Müll hier, Plastikzeug. Und dann meine noch, ich meine, ist hier noch dieser Ball drin. Kann ich mal noch drin? Solche, ich glaube, die kennt ihr auch jeder, oder? So ein Ball. Genau, der war halt noch da drin und dann halt so eine Beute. Ja. Das ist gerade voll bescheid hier. Genau. Also ich hatte halt 25 Euro Gutschein und ich habe dann noch 1,36 Euro dazu bezahlt irgendwie. Und hier ist genau. Ja, das ist auf jeden Fall nicht praktisch so. Wir haben es jetzt auch schon um 8, glaube ich. Also, ja, um 8, glaube ich, müsste es sein. Und dann, oh, ich habe was vergessen noch zu zeigen. Fällt mir gerade auf. Ich habe die extra hingelegt. Ich dachte, ich habe es schon gezeigt, habe ich aber noch nicht. Eine Brotdose habe ich mir auch noch geholt davon. Ja, das ist so ein Band. Die ist von Maple, eine Lunchbox. Also, falls es jemand interessiert. Die kam, glaube ich, 10 Euro. Wenn es mich nicht täuscht. Kann man so öffnen. Hehe. Ach so, hier. Hier ist es zum Öffnen. So, und dann sieht es einmal so aus. Da ist hier so eine kleine Dose drin. Ich nehme an, das ist so für Soßen. Oder so. Also voll praktisch, wenn man das dann eine Soße mitnimmt. Ja, halt so eine Anleitung, keine Ahnung. Ist ja so das. So. Kann man das noch hoch machen. So diesen Gummi. Und da ist dann hier noch auch Platz. Also, das ist voll praktisch. Das ist so. Was ist denn das für ein Stoff? Das ist. Also, das ist schon Plaste, würde ich sagen. Aber das ist so Haarplaste oder so. Das ist so ein. Wie soll man das sagen? So ein weiches. Ihr wisst bestimmt, wie ich es meine ungefähr. Ich mache jetzt gleich mal den Kleber hier ab. ASMR. Super. So. Genau. Das habe ich auf jeden Fall auch bekommen. Weil ich wollte unbedingt mal wieder eine neue Brotdose haben. Und das kann jetzt auch noch mal nicht. Geht schon so. Genau, das haben wir auf jeden Fall. Und dann habe ich ja wegen den Einzelnen, das gab es dann noch dort bei dem Supermarkt. Gab es dann noch für jede Eins ein Eis. Und ich hatte 5 Eins, ich habe 5 Eis bekommen. Also für meine Stiefmama habe ich, also meiner Stiefmama habe ich 1 gegeben. Mir halt und Naomi. Und dann habe ich einfach noch, weil ich mir dachte, ja, ich habe jetzt noch 2 Eis. Waren da halt, also habe ich erst ein Mädchen dort gesehen und also Naomi kam halt auf die Idee, dass ich das ja machen könnte. Und dann dachte ich mir, ja, das ist voll die coole Idee, einfach mal andere noch glücklich zu machen. Und da war so ein Kind, ich glaube, das ist vielleicht Erstklässlerin oder so gewesen, nehme ich an. Und saß mit ihrer Mama so da. Und ich dachte mir so, ach komm, ja. Da bin ich dann dorthin gegangen und habe ihr ein Eis angeboten. Also ich habe gesagt, dass ich halt das noch 2 übrig hatte, weil ich 5 Einsen auf meinem Zeugnis hatte. Und da hat sie sich so sehr gefreut. Und dann war da noch ein Kind mit ihrer Mama, also die sind gerade aus dem Laden raus und dann habe ich sie so gefragt und das hat dasselbe gesagt und hat sich auch so sehr bedankt. Auch ihre Mama nochmal bei meinen Eltern und so, das war voll süß. Ja, aber ich freue mich immer, wenn ich andere glücklich machen kann mit dem, was ich habe oder was ich denen gebe oder generell einfach, wenn andere dann glücklich sind. Und ja, auf jeden Fall habe ich diese Schuljahr jetzt so endgültig geschafft. 8. Klasse, ich komme jetzt in die 9. Klasse. Also nach den Sommerferien, das ist auf jeden Fall richtig toll, ich freue mich schon. Ich kann es gar nicht wirklich glauben, dass jetzt Sommerferien sind. Ich meine, in 2 Wochen, 2,5 Wochen machen wir schon in den Urlaub. Ich erzähle euch dann auch nochmal, wohin. Also ich mache auch demnächst noch eine Umfrage bei Insta und werde euch auch so ein bisschen Packvideos machen und Urlaubsvideos wahrscheinlich, also Vlogs und so. Und selbst auch in den Sommerferien werden so 2, 3 YouTube-Videos kommen mit dem hier, was ich dann versuche, diese Woche noch hochzuladen. Ja, also mein Speicher ist zwar nicht so frei, aber ich werde mir demnächst auf jeden Fall noch eine Festplatte kaufen und
das drauf machen, beziehungsweise noch den USB-Stick, den ich habe, vielleicht noch erstmal voll machen. Und nee, nicht voll machen. Sonst muss ich wieder alles ausstellen. Ich mache es auf eine Festplatte. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle mit eurem Zeugnis zufrieden seid. Und selbst die, die es noch nicht bekommen haben, wünsche ich euch noch sehr viel Glück, wenn ihr das dann bekommt. Und ja, da würde ich mal sagen, wir essen jetzt noch. Es gibt Salat und dann mache ich auch irgendwann dann, also ich gehe dann irgendwann ins Bett. Das ist ja jetzt fair. Ich konnte auch so immer bis 23 Uhr oder was weiß ich denn wach bleiben. Aber ja, dann würde ich mal sagen, gebt gerne einen dicken Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert mich auch gerne, da würde ich mich sehr freuen. Und auch wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Ich würde mich echt freuen. Schaut auch gerne nochmal bei Instagram vorbei. Ich blende das hier nochmal ein und auch bei TikTok. Bei Instagram haben wir schon fast die 3000 Abonnenten. Echt wow, danke wirklich. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Maybe you got me, believe in the magic.